Hey Leute, ich bin's wieder, Drache Charu mit LP hinten dran und wir fahren fort mit Let's Play Paper Mario Color Splash, nicht Xenoblade. Und letzte Episode haben wir Roy besiegt. War das letzte Episode oder vorletzte Episode? Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall sind wir heute auf der Mission unterwegs. Boah, die Musik hat... Holy shit. Diese Festung in die Luft zu sprengen, beziehungsweise die Fabrik in die Luft zu sprengen. Same shit, actually. Aber das ist uns egal. Und um das hinzukriegen, müssen wir zuerst mal diesen Eisbruder das Fürchten lehren. Sag, komplett Tutti. So. Alter, wir drücken schon ziemlichen Schaden. Also gut. Was benutzen wir, um zwei Eisbrüder in die Pfanne zu hauen? Eine große Feuerblume. Ganz schön frisch hier. Puh. Ja, und wenn das nicht reicht, nehmen wir noch einen großen Hammer. Das sollte eigentlich genug sein. So. Dann wollen wir mal. Zack. Zack. Okay. Ein Schlag von der großen Eisblume hat gereicht. Gut, jetzt habe ich einen großen Hammer verschwendet, aber whatever. So. Ich nehme an, ich sollte die kleinen Bob-Bombs irgendwie da hinunter dingseln. So. Ledergesellen, folget mir. Oder auch nicht. Oh, ich sehe. Jetzt aber. So. Gut. Ich bin heute ein bisschen seltsam drauf. Vielleicht hört ihr es mir ja an. So. Oh. Oh. Wir haben es überlebt. Es hat geklappt. So viel zu Bowsers Bombenfabrik. Oh oh. Aber die ganze schwarze Farbe aus dem Tank überflutet der Raum. Wie kann das so viel Farbe sein? Das wird immer mehr. Auf keinen Fall anfassen. Okay, ich habe so das Gefühl, dass wir ein klitzekleines Zeitlimitchen haben. Und zwar kein allzu. Kein allzu. Langes Zeitlimit. So. Haben wir es geschafft. Oh, das war knapp. Egal wie alt ich werde, ich möchte nie wieder eine Tropfen mit schwarzer Farbe sehen. Ja, genau. So. Okay, Leute. Scheint, als stünden wir... Oh nein. Stünden wir kurz vor dem Bossfight, wollte ich gesagt haben. Danke, Spiel. Hilfe. Nicht berühren. Danke, Spiel. Das war aber nett von dir. Ah, diesmal überfährt es nicht ein Zug, sondern ein XXL Slimehawk in Schwarz. Oh. Okay, trinken wir einen Schluck und versuchen wir das nochmal. Apropos, guckt euch mal das an. Wenn das nicht das süßeste Bild ever ist, dann weiß ich auch nicht, was ich sagen soll. Das da, Mario und Luigi und Kart. Mit der epischen Musik. Boah. Hey, die Musik könnte aus einem Final Fantasy stammen oder aus einem Xenoblade oder aus einem, keine Ahnung. Was ist sonst so episch? Okay, mir fällt gerade kein Rollenspiel ein, aber ja. Sowas. Gut, versuchen wir das nochmal. Ich finde es wunderschön, wie ölig die Farbe aussieht, ne? Nee. So. Nicht nochmal. Nicht nochmal, Jungs, nicht nochmal. Durch die Röhre. Und in Mario.
Mach's nicht spannend! Gott. Und diese Röhre. Hoffentlich kann die Flüssigkeit nicht auch durch die Röhre, sonst habe ich ein kleines Problem. Ah, jetzt sind wir da. Wir haben es geschafft, nur dass Prinzessin Peach jetzt weg ist. Jetzt verstehe ich langsam, warum du dich seit Jahren mit diesem Bowser herumschlägst. Ja, weil so und so ein Kram passiert. Naja, wenigstens ist deine Fabrik nun kaputt. Ich sollte mich vielleicht vorher noch mal heilen gehen vor dem Bosskampf. Ach, heilen wird überbewertet. Nicht, wenn es gerade so spannend ist. Oh. Das Spiel ist aber sehr nett zu uns. Guck dir mal das an. Oh Gott. Bowsers Innenarchitekt muss man loben. Guckt euch mal das an. Bevor wir weitergehen, muss ich dir doch etwas sagen, Mario. Obwohl. Vergiss es! Du kannst jetzt keine Ablenkung gebrauchen. Gehen wir weiter. Hey, für ein Liebesgeständnis ist immer Zeit. Nein, es geht nicht. Ich muss es sagen. Sorry. Wir kennen uns mittlerweile recht gut. Seit du mich mit einem Hammerschlag mitten aufs Etikett geweckt hast. Wir haben gelacht, wir haben gelitten, wir wurden vom Blitz getroffen. Aber in dieser ganzen Zeit hast du niemals ans Aufgeben gedacht. Was ich sagen will ist, ich liebe dich. Nein, danke. Was auch passiert, ich werde immer dankbar für deine Freundschaft sein. Jetzt bleibt nur noch eins zu tun. Schnappen wir uns Bowser und retten Prinzessin Peach. Ja, ist ja gut, dann sind es zwei. Ah komm, das packen wir als... Oh, hey, danke Spiel. GG. Sorry, aber das ist genau so ein Liebesgeständnis-Gedöns. Richtig so vom finalen Kampf, so richtig so. Ah, goodness. Aber es geht um Freundschaft. Ja, genau, wir spielen nämlich Digimon. Okay. So, Leute, sind wir bereit? Vielleicht. Lassen wir es drauf ankommen. Oh, ich liebe die Designs von Bowsers Festungen. Die sind immer so gut. Vor allem das hier ist richtig, richtig krassig. Richtig. So, Zeit, Bowser zu befreien. Oh. Oh. Na, sieh mal einer an, Mario. Ich muss zugeben, ich hätte nicht gedacht, dass du es bis hierher schaffst. Die Prinzessin ist auch da. Ich will ihr das hier ja nicht vorenthalten. Natürlich konnte ich nicht zulassen, dass sie weiter diese warnenden Briefe verschickt. Sie mag bildhübsch sein, aber ich musste etwas tun, damit sie nicht weit aus dem Rahmen fällt. Der Lack ist ab, Bowser. Wir haben schon eine Bombenfabrik in die Luft gejagt. Wenn du jetzt freiwillig aufgibst, lassen wir dir ein schönes heißes Bad ein, damit du dir diese Schmiere abwaschen kannst. Das glaube ich dir nicht. Und selbst wenn, würde mich das nur wütender machen. Also los. Ah, der Side-Sprite vom Bowser. Okay. Ich habe mir gerade nur den Vieh an. Er ist mal wieder zu gut. Alter. Boah, die Musik in diesem Paper Mario ist richtig, richtig, richtig gut. Okay. Also, was machen wir? Ich würde mal sagen, wir... Ich habe jetzt keine Waschmaschine mehr, ne? Ich kann ihn jetzt nicht waschen. Ich nehme an, das hat jetzt wieder die wunderschöne alte... Ein wunderschöner alter Mario-Manier, dass sie zuerst knüppeln müssen, dann gucken, was passiert und dann weiter knüppeln. Ich werde jetzt aber nicht unbedingt alle meine Superkarten verschwenden. Also werden jetzt vorsichtshalber nur zwei Riesenhammer verwenden. Wobei, ich will gucken, ob das einen Effekt hat. Einen Riesenhammer verwenden, wenn nichts passiert, dann... Ups. Und wenn ja, dann geil. Oh, noch ein exzellent Treffen. Ah, wir müssen einfach die Farbe ab... Okay, gut. Autsch, das war zu spät geblockt. Igittigitt.
Schwarze Hotheads, was soll das denn? Ich nehme an, ich kann auch Dingse verwenden. Komm. Ein Feuerlöscher, damit die weg sind. Und dann wird es qualifiziert. Dann kommt das Xenoblade-Syndrom dran. So. Ja. Oh, die Musik ist gerade so geil. Und ich liebe Bowser's Side-Sprite in den Paper Marios. Oh, was ist denn jetzt los? Oh nein! Ich weiß nicht, wann ich drücken soll. Spitze, ah, okay, das war ganz okay. Wahrscheinlich, wer das Ding rausfliegt. Na, hat das wehgetan? Ja, aber hallo, die beiden sind weg. Ah, noch ein Exzellent, sehr gut. Das könnte ein bisschen dauern. Ja, das ist eine Spitze. Ja, das ist auch eine Spitze, schade. Ah, das war zu spät geblockt. Das hat wieder Damage gedrückt wie... Ach komm schon, Bowser. Ich muss jetzt wirklich jede Runde Dings benutzen, damit ich diese scheiß Teile wegkriege, ne? Ich weiß, ich könnte das auch anders machen, aber ich habe gerade keine Lust. Was macht denn der Kompass? Ich weiß es nicht, ich habe eine Kompasskopie. Benutzen wir den Grill? Na komm, benutzen wir den Grill. Mir gehen aber leider die Riesenhämmer aus. Das ist natürlich vorbei. Halt, stopp, Moment mal, wir gehen die Riesenhämmer nicht aus. Ich muss sie noch einfärben. So, einfärben, nochmal einfärben. Heilung wird wahrscheinlich auch nicht schlecht. Hm. Ah, komm. Heilung wird überbewertet. Oh Gott, ja. Ich würde die Supporter spielen können. Was? Brauchst Heilung? Ach, das ist mein Fleischwunde. Komm, zurück into the fray mit dir. So, beide sind Hotheads. Ob das auf die einen Effekt hat, weiß ich nicht. Doch. Na, Bowser? Geht's dir besser? Wetten, sobald wir die ganze schwarze Farbe abgeknüppelt haben, denkt sie sich so, oh, Mario, ich werde dich jetzt besiegen. Das wäre ja so lustig, so ein dankbarer Bowser, aber nee, vergiss es. Oh. Mario, bist du es? Was machst du denn in meiner Festung? Ist Prinzessin Peach auch da? Nein! Ach, komm schon. Oh oh. Ignoriere, was ich gerade gesagt habe. Mir wird's langsam zu bunt. Gleich spürst du die wahre Macht der schwarzen Farbe. So, jetzt wird sicher irgendwas voll Episches passieren. Jetzt werde ich ihn wahrscheinlich nicht mehr verletzen. Deshalb werden wir jetzt uns mal mit einem Maxi beteilen. Ich probiere eine Attacke. Ja, komm, probieren wir. Da habe ich irgendwas Wertloses. Wenn du sitzt, will ich auch nichts Dummes machen. So. Einmal Heilung für uns. Natürlich, super. Ist Peach auch da? Hä? Ist doch gar nicht aufgeräumt. Habe ich überhaupt Schaden? Ich sehe es nicht. Nicht wirklich, nein. Nein, er saugt sofort wieder auf und. Aua. Bowser hat seine schwarze Farbe zurück. Das wird so nichts, Mario. Egal wie viel Schaden wir ihm auch zufügen, die schwarze Farbe regeneriert ihn einfach wieder. Wir müssen irgendwie die ganze Farbe von ihm runterkriegen. Vielleicht gibt es da einen Weg, aber dafür muss ich meine ursprüngliche Form annehmen, bevor du mich ausgequetscht hast. Okay. Ich werde mich in eine Karte verwandeln und da musst du mich ausmalen. Achso, das Gegenteil von ausquetschen. Irgendwie so. Vertrau mir, das wird klappen. Das hat er gerade auf dem Gamepad gesagt. Fabian, was steht da denn? Lebendes Farbeimerchen, das mit dem Schutz der Farbe des Prismabrunnens betraut ist. Oh nein. Mir ist gerade in den Sinn gekommen, dass rein theoretisch, wenn wir Pech haben, Fabian auch sterben könnte in diesem Spiel. Ich meine, es ist ein Paper Mario, wahrscheinlich wird es dann doch nicht so enden. So, ausfarben. Fertig gefärbt. Und Spiel schnippen. Aber nur das ist ja richtig tragisch. Los, Fabian!
Es hat funktioniert. Danke, Mario. Ich fühle mich schwer, aber auch stark. Also, hier ist der Plan. Wenn Bowser angreift, verwende mich als Schild. Mach dir keine Gedanken. Ich fühle mich stärker als je zuvor. Immer wenn du einen Angriff blockst, kann ich etwas schwarze Farbe spitzen. Alles klar, konzentriere dich darauf, die Attacken durch rechtzeitiges Drücken von A zu blocken. Und los geht's! Gut, jetzt habe ich natürlich keine Angriffe mehr gemacht. Autsch. Das heißt, jetzt kommt der Eskalationsmodus 3000. Wir holen uns einen Maxi-Pilz. Und benutzen alle Dingste, die wir gerade haben. Und zwar den Ventilator. Den Clownhammer. Den Eispickel. Das ist so cool. Holy shit. Ich finde den Kampf gerade so episch. Richtig, richtig krass. Richtig, richtig großes Lob hier an die Entwickler. Oh. Ich glaube, das ist eine Orgel noch im Hintergrund. Alter. Wie gut ist das denn? Oh mein Gott, die Pose von Bowser ist gerade richtig süß irgendwie. So. Und so sprach Zarathustra. Ja, ja, das Lied kennen wir doch. Na, tut dir das weh? Hoffentlich tut das ein bisschen weh. Ah, jetzt geht's von unten ab. Also wird Bowser wahrscheinlich erst gegen Ende des Kampfes zu sich kommen. Wenn überhaupt. Okay, jetzt kommt der Metalhammer da. Schön mit Metal im Hintergrund. Na komm. Gut, das war nicht so gut. Das war schlecht. Und der Eispickel. Jetzt muss ich aber den Block treffen, sonst haben wir ein kleines Problem. Gut. Hat das Schaden gemacht? Ein bisschen. Okay, Leute, jetzt gilt's. Oh, es hat funktioniert. Nom, 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 nom. Ha, es klappt! Ich habe die schwarze Farbe absorbiert. Aber ich sollte vielleicht erwähnen, wie unglaublich schwierig das alles für mich ist. Ich schaffe das höchstens noch 10 Mal. Also sieh zu, dass jeder Block sitzt, ja? Kein Druck oder so. Nein, nein, nee. Das Problem ist, I'm running out of Dingse. So richtig hardcore running out of Dingse. So. Okay. Alter, jetzt kommt es aufs Blocken drauf an. Ich war noch nie wirklich gut im Blocken. Das haut uns doch sicher von den Socken. Oh Gott. Hoffentlich wird das nicht so ein Frustkampf wie eine gewisse andere Lady in einem gewissen anderen Mario. Super. Das hat nicht sehr viel Schaden gemacht. Hm. Ich hätte auch mal Dingste kaufen sollen. Na komm. Nimm das. Nimm den Feuerföhn. Den Feuerföhn des Verhängnisses. Spitze. Ich schaffe einfach kein Exzellent mehr. Das ist nicht so gut. Ich habe also basically nur 10 Runden Zeit, die ganze Farbe abzuklatschen. Igitt. Okay. Na komm. Komm. Das war... Oh, das war exzellent. Sehr gut. Ja. Hoffentlich macht der Kompass auch Damage. Und nicht irgendwie einen anderen Scheiß. Ein UFO-Kompass. Okay, das scheint ein Schnell-Drücki-Ding zu sein. Hä? Ach, das ist ein Escape Route. Weglaufen bringt nichts. Das hier ist der Survivor, wenn einer von uns umkippt. Und das wirst höchstwahrscheinlich du sein. Okay, welchen Angriff macht er jetzt? Bitte nicht Feuer, da bin ich nicht so gut im Blocken. Oh Gott, das war knapp.
Ich sollte mir vielleicht eine Strichliste führen, wie oft wir schon geblockt haben. Wartet, ich habe direkt einen Block hier. Also, wir haben schon zweimal geblockt. Also haben wir noch 9. Ich habe keine Dingste mehr. Das ist jetzt ein bisschen so ein Problem. Also, ich habe fast auch keine Heil-Items mehr. Das heißt, wir heilen erst, wenn wir so auf 50 KP fallen. Wir benutzen jetzt aber... habe ich noch riesige Hämmer? Ah, scheiße, ich meine mehr. Okay. Ich frage mich, wie viel Damage eine große Feuerblume machen wird. Wir nehmen eine große Feuerblume, einen riesigen Sprung, einen riesigen Wurfhammer und für die nächste Runde, um wieder Farbe zu haben, nur ein Pilz. Weil die riesigen Feuerblumen, die trinken Farbe wie sonst nichts auf der Welt. Okay. Und falls wir jetzt besiegt werden sollten, was ich honestly nicht hoffe, dann gehen wir... Okay. Hatte ich also doch recht mit der Vermutung, dass wir nicht auf den Typen springen sollten. Das ist auch der einzige Grund, warum ich Hämmer benutze. Ich habe aber bald keine Hämmer mehr. Oh-oh. Du wagst es, die schwarze Farbe zu stehlen? Dann versuch mal, das hier zu blocken. Ja? Mario, die Angriffe zu blocken, setzt mir ganz schön zu. Aber mir ist aufgefallen, dass sich zu Bowsers Wüsten schwarze Farbe sammelt, wenn wir ihnen Schaden zufügen. Je mehr schwarze Farbe da ist, desto stärker werden seine Angriffe. Das gibt uns wiederum die Chance, die Farbe einzusammeln. Stärkere Angriffe sind aber auch schwieriger zu blocken. Es ist also riskant. Versuche, beim Blocken so viel schwarze Farbe wie möglich zu sammeln. Ja, ich habe es auch gemerkt. Also das war jetzt der dritte Block. Also haben wir noch 8. So, er ist zur Hälfte runter. Ich darf nur Hammerattacken benutzen. Und dann benutzen wir das hier und das hier. Ich hoffe, der Eisensprung auch zählt. Die große Eis... Hat Eisblume so viel Schaden gemacht? Ich weiß es gerade nicht. Aber ich habe wirklich... Ich habe nur noch riesige... das ist nicht sehr gut. Na gut, dann benutzen wir nochmal das da. Ich fülle es mit Farbe auf. Und... Ja, ich weiß, dass wir schon überziehen, aber ne... Ich mache lieber eine längere Episode. Als dass ich zum Beispiel jetzt... Yeah. So. Na, das war eine Spitze. Na, verdammt. Kann es sein, dass die Farbe jetzt schneller runterpeelt? Oder... Oh Gott. Okay. Puh. Okay, okay, okay. Das war ein weiterer Block. Okay. Wir haben noch 7 Blocks. Ja, ich bin der Person, die mir... Ich muss mir alles aufschreiben. Nur Leute, falls das zu lang wird, machen wir einen Schnitt. Jetzt habe ich ein Problem, weil ich habe keine starken Karten mehr. Erlaubt es mir... Was macht der Eisensprung? Ohne Schaden zu dem selbstentgehenden Stacheln trägt. Ich weiß halt nicht, ob das funktionieren würde. Ich habe keine Lust, das schmerzhaft anders rauszufinden, ne? Ey, ist das dumm? Ich habe so viele Sprünge und fast keine Hämmer mehr. Oh Gott, die Musik. Ich versuche einen riesigen Eisensprung. Und ich nehme jetzt die ganzen großen Karten, die ich noch habe. So. Ich habe halt fast keine Hämmer mehr. Keine großen Hämmer. Es ist nicht so gut. Und ich hoffe einfach mal, dass der riesige Eisensprung funktioniert. 2, 3, 4. Okay, gut. Das Dumme ist, das war ein einziger riesiger Eisensprung. Ne? Wobei, das scheint zu funktionieren. Okay. Ich konzentriere mich jetzt einfach nur darauf, die Hits zu treffen. So.
Ja. Ne. Oh, jetzt reicht's. Jetzt kommt mein finaler Feueratem. Oh, oh, oh. Oh, oh. Ich hab geblockt, du Arschkante. Ich hab geblockt. Nein, ich konnte die schwarze Farbe letzter Tag nicht absorbieren. Wir verlieren Farbe an Bowser. Ich hab doch geblockt. Es funktioniert nicht, 2000 Angriffe zu blocken. Na gut. Wir machen einen Schritt, Leute. Also, hoffentlich hat es euch Spaß gemacht. Mir auf jeden Fall. Und beim nächsten Mal machen wir Bowser platt. Und wenn es das Letzte ist, was ich tue. Also, bis dahin. Haltet die Ohren steif.